Mardasana ist eine andere Bezeichnung für Shavasana, die Tiefenentspannung. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist irgendeine Stellung und von hier legst du dich auf den Rücken. Mada heißt in nordindischen Sprachen gestorben und tot. So ist Mardasana die Totenstellung, also ähnlich wie Shavasana. Shava heißt ja auch Leichnam. Du liegst auf dem Rücken, gibst die Beine etwa 50 bis 70 Zentimeter weit auseinander, die Zehen fallen locker nach außen, die Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben, Schultern weg von den Ohren und Nacken lang. So bist du in Mardasana. Und in Mardasana kannst du dann die ganze Tiefenentspannung üben oder du kannst dich ausruhen zwischen zwei Asanas und bewusst werden. Ja, soweit zu Mardasana. Anschließend kannst du zum Beispiel zur Hilfenahme eines Knies dich aufsetzen und dann zum Beispiel meditieren oder Pranayama üben. Ja, danke an Elena für das Vorführen dieses und vieler anderen Asanas, weil es die letzte einer Reihe von Asanas mit Elena ist. Danke an Sie, danke an Svenja hinter der Kamera, danke an Sumangala, die alles vorbereitet hat und den Dreh koordiniert. Mein Name ist Sukadev, wir sind von www.yoga-vidya.de.